1. Der Horizont bleibt für den Betrachter auf 360 Grad stets flach, egal wie hoch man sich befindet. Sämtliche Amateurraketen und Wetterballone beweisen, dass selbst auf über 30 Kilometern Höhe der Horizont keinerlei Krümmung aufweist. 2. Die Horizontlinie befindet sich immer auf Augenhöhe. Selbst von einem hohen Aussichtsturm, einem Fesselballon oder aus einem Flugzeug muss man zu keinem Zeitpunkt den Blickwinkel nach unten neigen, um den Horizont beobachten zu können. Wäre die Erde tatsächlich eine Kugel, egal wie groß, müsste man seinen Blick mit zunehmender Höhe kontinuierlich nach unten senken und der Horizont würde mehr und mehr absinken. 3. Das natürliche Verhalten von Wasser ist, stets in einer perfekten geraden und ebenen Fläche zur Ruhe zu kommen. Wäre die Erde eine Sphäre, welche rotierend und wabernd durch den Weltraum rast, gäbe es keine Flüsse, Seen, Tümpel oder Meere, so wie wir sie kennen. 4. Flüsse fließen stets abwärts in Richtung größerer Gewässer. Wäre die Erde eine Kugel, müssten Flüsse wie der Rhein, Amazonas oder der Ganges zuweilen gigantische Höhenunterschiede aufwärts überwinden. So etwas findet jedoch in der Realität nicht statt und die allgemein anerkannten Eigenschaften von Flüssigkeiten stehen dem sphärischen Weltbild völlig konträr gegenüber. 5. Wäre die Erde eine Kugel mit dem ungefähren Umfang von 40.000 Kilometern, müsste sich jede Wasseroberfläche der Erdkrümmung anpassen. Sämtliche Experimente diesbezüglich zeigen jedoch klar, dass Flüsse und Seen auch über hunderte von Kilometern keine solche exponentiell zunehmende Kurve aufweisen. 6. Vermessungstechniker, Ingenieure und Architekten beziehen bei ihrer täglichen Arbeit keinerlei Erdkrümmung mit ein. Bahnstrecken, Kanäle, Brücken, Tunnels und Flugplätze werden stets unter der Annahme eines flachen Erdmodells geplant und errichtet. Selbst auf Strecken von mehreren hundert Kilometern wird keine Erdkurve berücksichtigt. 7. Der ursprüngliche Suezkanal hat eine Länge von 162,25 Kilometern.
Beim Bau wurde keinerlei Erdkrümmung berücksichtigt und das Wasserlevel bleibt während der gesamten Strecke perfekt auf einer konstanten mit der umgebenden Meereshöhe. Die Bahnstrecke zwischen London und Liverpool verläuft in einer Geraden über 289 Kilometern. Da die beiden Bahnhöfe etwa auf gleicher Meereshöhe liegen, müsste die Station Birmingham, welche sich in der Mitte befindet, auf einem Gleisbogen von mehreren Kilometern Höhe sitzen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die gesamten 289 Kilometer verlaufen in einer fast perfekten Waagrechten. Beim Einsatz von Lokomotiven wird stets von einem flachen, geraden Untergrund ausgegangen. Selbst modernste Zugmaschinen könnten mit einer Erdkrümmung, welche von den Theoretikern und Globalisten propagiert wird, nicht fertig werden. Natürlich gibt es die dem Terrain geschuldeten Unebenheiten, Steigungen und Senkungen. Alles, was jedoch darüber hinausgeht, muss in der realen Welt mittels Zahnrad oder Seilzug überwunden werden. Wäre die Erde tatsächlich eine Kugel mit 40.000 Kilometern Umfang, müssten Piloten die Nase ihres Flugzeugs kontinuierlich nach unten drücken, um nicht ins All zu steuern. Bei einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 800 Kilometern pro Stunde würde dies eine fortwährende Abwärtskurskorrektur von 846 Metern erfordern und dies beinahe im Minutentakt. Während einem Experiment, welches als Airy's Failure bekannt ist, wurde bewiesen, dass sich die Sterne relativ zur stationären Erde bewegen und nicht umgekehrt. Airy versuchte ursprünglich das heliozentrische Modell zu beweisen, bei dem sich die Erde um die Sonne dreht. Die Ergebnisse des Experiments förderten jedoch genau das Gegenteil zutage. Das Olber-Paradoxon, formuliert durch Heinrich Olbers, besagt, dass wenn der Sternenhimmel tatsächlich aus Millionen und Abermillionen weit entfernter Sonnen bestehen würde, wir aufgrund der schieren Anzahl und Verteilung nur eine einheitlich helle, leuchtende Fläche am Himmel sehen würden. Blickt man in einen lichten Wald mit wenig Bäumen, kann man das dahinterliegende eventuell noch erkennen. In einem lichten Wald mit vielen Bäumen ist dies jedoch unmöglich. Die 1913 ausgeführten Michelson, Morley und Sagnac-Experimente sollten anhand der Veränderung der Lichtgeschwindigkeit über verschiedene Distanzen die Erdrotation beweisen. Die Experimente waren jedoch ein Fehlschlag und bewiesen genau das Gegenteil, nämlich dass die Erde stationär und unbeweglich ist. Viertens.
Der berühmte Astronom Tycho Brahe argumentierte gegen das heliozentrische Erdmodell und zeigte auf, dass es unmöglich sei, dass nach mehreren Monaten Beobachtung der Sternenhimmel keine signifikante Veränderungen aufweist. Während der angeblichen Umrundung der Sonne durch die Erde müsste sich der Blick auf die verschiedenen Sterne und Sternenbilder für den Betrachter deutlich verändern. Dies ist jedoch nicht der Fall. Würde sich die Erde tatsächlich konstant mit 1670 Stundenkilometern Richtung Osten drehen, müsste eine vertikal abgefeuerte Kanonenkugel signifikant weiter westlich zu Boden fallen. Experimente diesbezüglich zeigen jedoch, dass solch schwere Projektile, wenn genau vertikal abgefeuert, mit nur minimaler Abweichung wieder am Abschussort zu liegen kommen. 16. Auf einer sich ostwärts drehenden Erde könnte ein Heißluftballon, ein Helikopter oder eine Drohne vom Boden abheben, eine Stunde stationär in der Luft verweilen und 1670 Kilometer entfernt wieder landen. In der Realität ist dies jedoch nicht der Fall. 17. Würde sich die Erde tatsächlich mit 1670 Stundenkilometer um die eigene Achse drehen, wäre Felix Baumgartner bei seinem Red Bull-Sprung aus 39 Kilometern Höhe in New Mexico anschließend gute 4000 Kilometer westlich im Pazifik gelandet. 18. In Wahrheit landete er jedoch ca. 70 Kilometer weiter östlich, was bei dem derzeit propagierten Erdmodell aufgrund der angeblichen Erdrotation nicht möglich ist. 18. Die magische Kraft der Gravitation soll dafür verantwortlich sein, dass alles, was sich auf der Erde befindet, inklusive Atmosphäre, festgehalten wird. Die Gravitation soll dabei derart kraftvoll sein, dass sie die Atmosphäre bis zu jenem Punkt festhält, wo diese an einer imaginären Grenze in das endlose Vakuum übergeht. Allein schon die Tatsache, dass es Vögel, fliegende Insekten und Flugverkehr gibt, widerlegt diese Theorie komplett. Die Gravitation müsste über ein hochintelligentes System verfügen, welches die angewendete Kraft dem jeweiligen Objekt einzeln anpasst. 19. Drehte sich die Erde tatsächlich mit 1670 Stundenkilometer in östlicher Richtung, würden sich Projektile ballistischer Art, je nachdem in welcher Richtung sie abgefeuert werden, gänzlich unterschiedlich verhalten. Reichweite und Flugbahn würden je nach Abschussrichtung sehr stark variieren. In der Realität ist dies jedoch nicht der Fall und kein Schütze, egal ob mit einem Gewehr, Artillerie, Torpedo oder Rakete, wird die Erdrotation mit einbeziehen. 20. Bei einer sich konstant mit 1670 Stundenkilometer östlich drehender Erde wäre ein Linienflugzeug mit einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 800 km pro Stunde nicht in der Lage, einen im Osten liegenden Zielort anzusteuern. Da die Erde sich gut doppelt so schnell dreht wie das Passagierflugzeug unterwegs ist, würde der Zielort selbst das Flugzeug einholen. Hingegen müsste ein Zielort, der im Westen liegt, um ein Vielfaches schneller erreicht werden, da dieser dem Flugzeug mit 1670 Stundenkilometer entgegeneilt. Dies ist jedoch nicht der Fall.
21. Das Landen von Flugzeugen auf einer Landebahn, welche sich zusammen mit der Erde kontinuierlich gen Osten bewegt, wäre ein Albtraum für jeden Piloten und gehört schlicht in die Märchenwelt. Bewegten sich Erde und Atmosphäre tatsächlich zusammen in einem Tempo von 1670 Stundenkilometer um die eigene Achse, würden sich Wolkenformationen komplett anders verhalten, als wir es tagtäglich beobachten können. Unter dem gängigen Erdmodell dürften sich Wolken nicht gleichzeitig in verschiedenen Luftschichten in alle Richtungen ausbreiten können. Dies ist jedoch der Fall. 23. Die Erdrotation von 1670 Stundenkilometer müsste über die Jahrtausende hinweg, in welcher Form auch immer, ins alltägliche Leben mit eingeflossen sein. Sie müsste in irgendeiner Form erfahrbar, wahrnehmbar oder messbar sein. Dies ist jedoch nicht der Fall. Kein je ausgeführtes Experiment hat eine Erdrotation bewiesen. Alle Sinne eines Menschen, wenn er sich selbst gegenüber ehrlich ist und nicht den Märchen von Regierungsorganisationen und anderen Indoktrinationen anheimfällt, sagen ihm genau das Gegenteil, nämlich dass die Erde sich nicht dreht. 24. Schiffskapitäne jeglicher Art berücksichtigen beim Navigieren keinerlei Faktoren wie die Erdkrümmung oder Rotation. Selbst beim Zurücklegen von größten Distanzen auf dem Seeweg ist dies zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Bei sämtlichen Kursberechnungen wird von einem stationären und flachen Erdmodell ausgegangen. Auf einer Kugel würde dies zu gigantischen Abweichungen und chaotischen Zuständen in der Schifffahrt führen. 25. Im Modell des Erdballs ist die Antarktis ein Kontinent mit einem ungefähren Umfang von 19.000 Kilometern. 3. benötigten Entdecker wie James Cook und Sir James Clark Ross über 3 Jahre, um die Antarktis zu umrunden. Sie legten dabei über 80.000 Kilometer zurück. Bei der Antarktis-Umrundung durch das britische Schiff Challenger wurden sogar über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Dies wäre komplett unmöglich, wenn die Erde tatsächlich eine sphärische Form hätte. 26. Wäre die Erde tatsächlich eine Kugel, würden für viele Flugrouten ein direkter Kurs über die Antarktis eingeschlagen, da dies dem direktesten Wege entspricht. Fakt ist jedoch, dass sämtliche Flüge, für welche ein Überqueren der Antarktis die kürzeste Linie zwischen Abflug und Zielort darstellt, gigantische Umwege in Kauf genommen werden, welche zuweilen in einer Verdreifachung der Reisedauer resultieren. Begründung hierfür ist, dass man die Antarktis aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht überfliegen könne oder dass man Passagiere von anderen Flughäfen einsammle. Jeder mit einem halbwegs funktionstüchtigen Gehirn sollte erkennen, dass dies, neudeutsch ausgedrückt, Bullshit ist. Wäre die Erde tatsächlich eine Kugel, so würde die Flugroute Sydney-Australien nach Santiago-Chile, da die Antarktis ja angeblich zu kalt sein soll, als zweite Wahl in einer Geraden über den Pazifischen Ozean führen. Dies ist jedoch nicht der Fall,
Erstaunlicherweise wird erst ein Kurs Richtung der nördlichen Hemisphäre eingeschlagen und gar über Nordamerika geflogen. Nach ein bis zwei Zwischenstopps in LA und Houston wird dann erst wieder Richtung Chile gesteuert. Die Reisedauer mit Zwischenstopps beträgt hier zuweilen über 60 Stunden und ergibt auf einer runden Erde nicht den geringsten Sinn. Legt man jedoch die Flugroute auf eine Karte mit der flachen Erde, erkennt man, anhand welcher Annahmen die Routenplanung gemacht wird. Selbiges finden wir auch zum Beispiel bei Flügen von Südafrika nach Australien. Auf einer Kugel wäre die direkte Verbindung eine Gerade über den Indischen Ozean. Die Flüge verlaufen jedoch über Zwischenstopps wie Dubai, was unter der Annahme einer sphärischen Erdform vollkommen irrsinnig ist. Legt man die Flugroute jedoch auf die flache Erde, ergibt dies jedoch plötzlich Sinn. Ein weiteres Beispiel ist die Verbindung Argentinien nach Südafrika. Der direkte Weg führt hier ganz klar auf einer geraden Linie über den Atlantischen Ozean. Es werden jedoch die abstrusesten Destinationen als Zwischenhalt angesteuert. London, Istanbul oder Katar, man suche sich etwas aus. Die Wahl der Routen machen auf einer Erdkugel keinerlei Sinn, auf einer flachen Erde jedoch sehr wohl. Wäre die Erde eine Kugel, welche durch eine Sonne aus 149.600.000 Kilometern entfernt angestrahlt wird, könnte es unmöglich schweißtreibende Hitzewellen in Afrika und gleichzeitig klirrende Kälte in der nur wenige tausend Kilometer entfernten Antarktis geben. Wenn die Strahlen der Sonne bis zum afrikanischen Kontinent bereits derart viele Kilometer zurückgelegt hätten, ist es schlicht absurd und lächerlich zu behaupten, einige wenige tausend Kilometer zusätzlicher Distanz würden dazu führen, dass zur gleichen Zeit tiefste Minusgrade und Frost in anderen Erdteilen herrschen. Wäre die Theorie der Sphäre korrekt, müssten Arktis sowie Antarktis und die Region der Erde im Allgemeinen deutlich konstantere Gegebenheiten bezüglich Flora, Fauna und Temperatur aufweisen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Antarktis ist bei einer durchschnittlichen Temperatur von minus 59 Grad einer der unwirklichsten Orte auf Erden. Die durchschnittliche Temperatur am Nordpol beträgt jedoch unvergleichliche 4 Grad plus. In der Arktis kann man durchaus so etwas wie einen normalen Wechsel zwischen Sommer und Winter erleben, in der Antarktis jedoch bleibt es konstant frostig. Wäre die Erde tatsächlich eine Kugel, welche sich wabernd mit 107.000 Kilometern pro Stunde um die Sonne bewegt, müssten die klimatischen Bedingungen weitaus gleichmäßiger verteilt sein. Die Mitternachtssonne ist ein arktisches Schauspiel, welches jährlich während der Sommersonnenwende beobachtet werden kann. In dieser Zeit kann man, wenn man sich weit genug nördlich befindet, beobachten, dass die Sonne niemals ganz untergeht. Wäre die Erde eine rotierende Kugel, müsste man diese Erscheinung von beiden Polen aus beobachten können. Tausende Menschen im hohen Norden sehen die Mitternachtssonne jedes Jahr und es gibt Videos und Fotos zuhauf. Vom südlichen Pol gibt es jedoch keinen einzigen verifizierbaren Beweis, dass dies von dort ebenfalls gesehen werden kann. Die einzigen Quellen, die dies behaupten, stammen aus der durch die Regierung kontrollierten Wissenschaft. Gemäß Aufzeichnung der Royal Belge Society of Geographic wurde im Zuge der Expedition Antarctic Belge dokumentiert, dass die Sonne während der kältesten Phase des arktischen Winters am 17. Mai unterging und bis zum 21. Juli nicht mehr hinter dem Horizont hervorkam. Dies geht völlig konträr zu der Theorie, die Erde sei eine Kugel,
Auf einer flachen Erde macht dies jedoch absolut Sinn. Würden wir tatsächlich auf einem Ball mit einem Umfang von etwa 40.000 Kilometern leben, müssten aufgrund der Erdkrümmung Objekte wie zum Beispiel Schiffe oder Gebäude sich mit zunehmender Entfernung von uns wegneigen. Wolkenkratzer oder der Eiffelturm müssten vom Beobachter aus gesehen ab einer gewissen Distanz allesamt wie der schiefe Turm von Pisa erscheinen. Dies ist jedoch im realen Leben nicht zu beobachten. Wolken oder ein startender Heißluftballon müssten sich ebenfalls mit zunehmender Distanz nach vorne neigen, sodass sich uns die Unterseite mehr und mehr zuwenden würde. Samuel Robottons Bedford-Level-Experimente zeigten ganz eindeutig, dass die Erdkrümmung ins Reich der Märchen gehört. Während des Versuchs wurde ein Teleskop direkt über der Wasserlinie in 20 cm Höhe in einen Kanal gestellt. Anschließend wurde eine 1,5 Meter hohe Stange auf einem Boot montiert, welche sich nun im Kanal vom Teleskop wegbewegte. Gemäß der Erdballtheorie hätte nun das Boot mit zunehmender Entfernung hinter der Erdkrümmung absinken müssen. Selbst nach 9,7 Kilometern waren jedoch Boot und Stange unverändert wie zuvor zu sehen. 37. In einem zweiten Experiment stellte Robotton mehrere 1,5 Meter hohe Flaggen entlang des Kanals über eine Distanz von knapp 10 Kilometern auf. Das Teleskop wurde nun direkt hinter der ersten Flagge aufgestellt. Aufgrund der angeblichen Erdkrümmung hätte Robotham im besten Falle die ersten ein bis zwei Flaggen mit dem Teleskop erfassen dürfen. Es verblieben jedoch alle aufgestellten Markierungen gut sichtbar in einer Linie. 38. Die Philadelphia Skyline ist vom Apple Pie Hill in New Jersey deutlich zu erkennen. Die Entfernung zwischen den beiden Punkten beträgt über 60 Kilometer. Gemäß des gängigen Modells mit einer Erde von 40.000 km Umfang müsste die Skyline von Philadelphia selbst nach Abzug der Höhe des Aussichtspunktes in New Jersey immer noch über 100 Meter unter der Horizontlinie verbleiben. Dies ist jedoch nicht der Fall. 39. Von der Spitze des Washington Rocks in New Jersey kann man von einer Meereshöhe von 121 Metern an einem klaren Tag gleichzeitig die Skyline von Philadelphia und New York sehen. Die Distanz zwischen dem Aussichtspunkt und Philadelphia beträgt 199 Kilometer. New York ist sogar atemberaubende 328 Kilometer entfernt. Wäre die Erde eine Kugel, dürfte Philadelphia nicht mal ansatzweise zu sehen sein. Auch New York müsste abzüglich des 541 Meter hohen One World Trade Centers noch deutlich unter dem Horizont liegen. 40. Vom Grand Mare State Park aus kann man bei gutem Wetter die Chicago Skyline sehen, welche 93 Kilometer entfernt ist. Auch dies ist, wäre die Erde eine Kugel, selbst nach Abzug des höchsten Gebäudes in Chicago nicht möglich. 41. Von Genua in Italien, welche sich nur 21 Meter über Meereshöhe befindet, kann man sehr oft die Insel Gorgona sehen. Gorgona ist gut 130 Kilometer von Genua entfernt und müsste über einen Kilometer unterhalb des Horizontes liegen. 42. Von Genua aus kann man ebenfalls Korsika sehen, welches 159 Kilometer entfernt ist. Korsika müsste über 1,5 Kilometer unterhalb der Erdkrümmung liegen. 43. Ebenfalls von Genua aus zu sehen ist die Insel Capria, 164 Kilometer entfernt. Wie man sich nun ja denken kann, dürfte auch dies nicht möglich sein, wenn wir auf einer Kugel mit 40.000 Kilometern Umfang leben würden. 44. Der Leuchtturm in Dünkirchen mit einer Höhe von 59 Metern kann von einem Boot aus in über 40 Kilometern Entfernung noch gesehen werden. Gemäß der gängigen Theorie sollte dieser Leuchtturm jedoch 57 Meter unterhalb der Erdkrümmung liegen. Die Tatsache, dass es Leuchttürme gibt und diese jedoch schon seit Urzeiten bestens ihren Zweck erfüllen, widerlegt an sich schon die Idee, dass die Erde eine Kugel sein könnte. 45. Der Leuchtturm am Cape Buena Vista in Neufundland steht 45 Meter über Meereshöhe. Gesehen werden kann er selbst noch auf 56 Kilometer Entfernung, obwohl er laut der Globalisten
149 Meter unterhalb der Erdkrümmung liegen müsste. Die Freiheitsstatue in New York erreicht eine Höhe von 93 Metern über Meer und kann aus einer Distanz von 96 Kilometern noch deutlich gesehen werden, was auf einer Kugel nicht der Fall sein dürfte. Die Freiheitsstatue müsste gut 630 Meter unterhalb der Horizontlinie liegen. 47. Schiffskapitäne bestätigen, dass sie die 96 Meter hohe Spitze der Kathedrale in Notre Dame bei guten Bedingungen aus über 240 Kilometer Entfernung sehen können. Die Spitze müsste jedoch gute 1,6 Kilometer unterhalb des Horizontes liegen. 48. Gemäß moderner Astronomen und Raumfahrtbehörden dreht sich unsere Erde 23,44 Grad geneigt mit 1670 Stundenkilometer um die eigene Achse. Die Erde selbst umkreist angeblich mit atemberaubenden 107.208 Stundenkilometern die Sonne. Die Sonne wiederum soll sich mit 1.000.000 Stundenkilometer um das galaktische Zentrum bewegen. Und die ganze Galaxie samt Inhalt schießt mit monströsen 240 Kilometern pro Sekunde durchs All. Keine dieser angeblichen Bewegungen wurde jemals dokumentiert, nachgewiesen oder gar von einem Menschen auf der Erde in irgendeiner Weise gefühlt oder wahrgenommen. Diese Zahlen gehören ins Reich der Mythen und Fabeln, da man sie schlicht erfunden hat. 49. Die heutige Astronomie und Raumfahrt behauptet, Polaris, der Nordstern, sei zwischen 323 und 434 Lichtjahre entfernt. Dies ist eine derart gigantische Distanz, dass sie sich kein Mensch im echten Leben in irgendeiner Weise vorstellen kann oder sie nachvollziehen könnte. Obwohl dieser Stern derart unvorstellbar weit weg sein soll und obwohl die Erde rotiert und wabert und sich stetig bewegen soll, verharrt Polaris für jeden sichtbar wie fest zementiert am Sternenhimmel, an Ort und Stelle. 50. Wäre die Erde eine Kugel, dürfte es nicht möglich sein, den Polarstern von der Südhalbkugel aus zu sehen. Ab einem gewissen südlichen Breitengrad müsste der Betrachter durch den Mittelpunkt der Erde hindurchschauen können, um diesen zu beobachten. Man kann jedoch Polaris problemlos über den 20. südlichen Breitengrad hinaus sehen. Dies wäre völlig unmöglich, wenn die Erde eine Kugel wäre. 51. Es gibt mehrere Sternkonstellationen, so zum Beispiel der Große Bär, welche von Standorten aus gesehen werden können, welche gemäß der Balltheorie durch die Krümmung der Erde verdeckt sein müssten. Der Große Bär, welcher sich nahe dem Polarstern befindet, kann vom Nordpol auf 90 Grad nördlicher Breite bis auf 30 Grad südlicher Breite gesehen werden. Dies wäre auf einer Kugel völlig unmöglich. 52. Der sogenannte Südpol ist lediglich ein willkürlich ausgewählter Punkt im antarktischen Eis. Eine rot-weiße Stange mit einer aufgesetzten Metallkugel markiert diesen imaginären Pol. Dieser zeremonielle Südpol ist offiziell und durch Behörden bestätigt nicht der echte Antarktispol. Die Tatsache, dass kein Normalsterblicher den echten Südpol je gesehen hat, erklärt man mit dem Märchen, dass der geomagnetische Pol ständig auf Wanderschaft sei und sich fortwährend bewege. Ringmagneten, wie man sie oft in Lautsprechern findet, demonstrieren, wie Magnetismus auf einer flachen Erde funktioniert. Das Modell der Kugel stützt sich jedoch auf ein völlig hypothetisches Szenario, bei welchem ein flüssiger, heißer Erdkern das Magnetfeld generiert.
Praktischerweise soll dieser imaginäre Erdkern auch dafür verantwortlich sein, dass die geomagnetischen Pole ständig in Bewegung sind. Die russische Kola Ultra Deep ist die tiefste Bohrung, die jemals ausgeführt wurde. Man schaffte es gerade mal auf etwas mehr als 12 Kilometer Tiefe. Sämtliche Geschichten über einen flüssigen Erdkern gehören somit ins Reich der Märchen und Fabeln und wurden bis dato in keinster Weise verifiziert. Ein Kompass an sich widerlegt bereits die völlig sinnfreie Theorie der Erdkugel. Ein Kompass zeigt auf einer ebenen Fläche stets nach Norden und Süden und dies, obwohl, wie von der Wissenschaft behauptet, die Pole konstant in Bewegung sein sollen. Dies alles verursacht durch einen glühend heißen Fantasiekern, welcher in einer mit 1670 Stundenkilometer rotierenden Kugel steckt. Die Tatsache, dass der Kompass schon seit Urzeiten bestens seinen Zweck erfüllt, spricht ganz klar gegen die Erdballtheorie. 55. Die Ost-West-Fahrten von Magellan und anderer sogenannter Pioniere werden stets als Beweis für die Erdkugeltheorie hervorgekramt. Auf einer flachen Erde kann man jedoch ebenfalls problemlos die Welt umsegeln. 56. Da der Nordpol und die Antarktis für Flugverkehr und Schifffahrt gesperrt sind, gibt es bis zum heutigen Tage keinen Nachweis für eine Nord-Süd-Umrundung der Erde. Wäre es tatsächlich möglich, die Erde von Nord nach Süd zu umrunden, wäre dies unterdessen bereits zigmal geschehen. Dass dies jedoch seitens der Regierung derart vehement gegebenenfalls auch mit Waffengewalt verhindert wird, ist ein ganz klares Indiz für die flache Erde, da auf einer flachen Erde eine Umrundung in dieser Richtung nicht möglich ist. 57. Die Idee, dass sich Menschen, Schiffe oder Flugzeuge in gewissen Regionen der Welt um 90 Grad gedreht oder gar kopfüber fortbewegen, gehört schlicht ins Reich der Fabeln. Auch die Idee, dass man sich aufgrund des theoretischen Ballmodells von einer Seite durch die Erde hindurch auf die andere Seite graben könnte, ist völlig absurd. Nichtsdestotrotz muss, glaubt man den Globalisten, genau dies möglich sein. Die Wissenschaft stützt sich hier dann sehr gerne auf ein sehr praktisches Zitat eines wohlbekannten Hochstaplers. Es gäbe halt in der Realität kein Oben und Unten und es sei halt alles relativ. In der Gebrüder Grimm-Märchenwelt der verblendeten Wissenschaftssekten mag dies vielleicht der Fall sein. In der echten Welt, in der wir täglich erwachen, gibt es jedoch unumstößlich ein Oben und ein Unten. 58. Das Gesetz der Dichte beschrieb für unsere Vorfahren bereits akkurat das Verhalten von fallenden Objekten, lange vor der Einführung der magischen und fiktiven Gravitation durch den Hochgradfreimaurer Isaac Newton. Platziert man ein Objekt auf einem dichteren, so wird dies oben gehalten. Platziert man ein Objekt auf einem weniger dichteren, so wird es nach unten sinken. Da es jedoch im Heliozentrismus kein Oben und kein Unten geben durfte, musste der Okkultist und Magier Newton etwas erfinden, was alles und jedes überall je nach Bedarf mehr oder weniger festhalten kann. Gemäß der Gravitationstheorie würden größere Objekte eine Anziehungskraft auf kleinere ausüben und diese in ihr Zentrum ziehen. In Wahrheit wurde dies bis zum heutigen Tage jedoch nie bewiesen. 59. Bis zum heutigen Tage sind Newtons Jünger auch dem Beweis schuldig geblieben, dass ein massives Objekt ein geringeres anziehen kann und dieses zudem noch dazu bringt, in einem Orbit zu verweilen. Die magische Kraft der Gravitation soll all dies ermöglichen. Sie sorgt zeitgleich wie durch ein Wunder dafür, dass Menschen auf dem Erdboden bleiben, Vögel und Insekten jedoch trotzdem fliegen können. Sonne, Erde und Mond werden zudem auch noch in genau dem richtigen Abstand zueinander gehalten. 60.
Eine weitere fantastische Theorie von Newton, welche leider heute auch in den Schulen gelehrt wird, ist, dass die Anziehungskraft des Mondes für Ebbe und Flut verantwortlich sein soll. Da die Erde 78 mal mehr Masse haben soll als der Mond, ist es schlicht lächerlich zu behaupten, der Mond könne sich dieser Anziehungskraft widersetzen, in Orbit bleiben und zudem selbst derartige Auswirkungen auf die Meere dieser Erde haben. Würde auch nur irgendetwas von diesem ganzen newtischen heliozentrisch-okkulten Mathematikmärchen stimmen, würde die Erde sich dem Mond einverleiben. Und die Sache wäre salopp ausgedrückt gegessen. Es wird behauptet, dass alle Planeten im Universum die Form einer Kugel haben müssten, da auch die Erde eine Kugel sei. Sämtliche Bilder, die jedoch beweisen sollen, dass diese Planeten tatsächlich eine sphärische Form haben, stammen von Regierungsorganisationen, NASA oder ESA und anderen bezahlten Organen. Sämtliche Aufnahmen, auf die man sich hierzu stützt, sind jedoch fotorealistische oder computergenerierte Bilder. All die fantastischen, farbenprächtigen Hochglanzplaneten und Galaxien sind allesamt Fälschungen, welche der Bevölkerung seit Jahrzehnten als echt verkauft werden. Das Wort Planet, im Englischen Planet, im Französischen Planet oder dem Griechischen Planetes, bedeutet so viel wie umherirren, umherschweifen. Unsere Vorfahren bezeichneten die Planeten auch als Wandelsterne. Das lateinische Wort Planities steht für eine plane, ebene Fläche. Im Deutschen ist uns das Wort Plane ebenfalls in Bezug auf eine ebene Fläche geläufig. Es scheint hier, als habe man schlicht dem Wort Plane ein T hinzugefügt. 63. In vergangenen Jahrhunderten stellten vermeintlich allwissende Astronomen und Denker immer wieder neue Theorien auf, wie weit denn Erde und Sonne voneinander entfernt sein sollen. So behauptete zum Beispiel Kopernikus, die Sonne sei 5.457.607 Kilometer von der Erde entfernt. Laut Johannes Kepler sollen es dann schon 19.918.528 Kilometer sein. In einem Zitat ließ Newton verlauten, es spiele gar keine Rolle, welche Distanz man nun ansetze. Ob nun 45 Millionen oder 86 Millionen Kilometer, eines sei so gut wie das andere. Nicht sehr wissenschaftlich. Benjamin Martin setzte eine Entfernung von 130 bis 131 Millionen Kilometer an. Benjamin Gold meinte, es seien mehr als 154 Millionen Kilometer. Und Christian Mayer setzte gar eine Steilvorlage von 167 Millionen Kilometer vor. Man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, dass es sich hierbei mehr um wer hat den längsten gehandelt hat, als um ernstzunehmende Wissenschaft. Die Verwendung des altbewährten Sextanten und der Trigonometrie zeigen jedoch heute wie damals, dass Erde und Mond jeweils einen Durchmesser von ungefähr 51 Kilometer haben und nur wenige tausend Kilometer von uns entfernt sind. 64. Aufnahmen von Amateurballonen haben ganz klar gezeigt, dass die Sonne einen sogenannten Hotspot, eine Fokussierung des Brennpunktes auf der Erde aufweist. Wäre die Sonne tatsächlich 149.600.000 Kilometer entfernt, wie heutzutage von den sogenannten Autoritäten behauptet wird, könnte solch eine Fokussierung nicht auftreten. Durch simple Geometrie kann man anhand des Winkels und der Anordnung der Sonnenstrahlen, welche unsere Erde treffen, den Emissionspunkt ermitteln. Dieses Verfahren beweist ganz klar, dass die Sonne keine 149.600.000 Kilometer entfernt sein kann. 66.
In der Theorie der Heliozentriker bestimmt die Wanderung der Sonne, der Abstand zur Erde und deren geneigten Drehung um die eigene Achse das Verhalten von Tag, Nacht und Jahreszeiten. In diesem völlig unlogischen Modell befindet sich die Erde im Januar, wenn es unumstritten generell kälter ist, der Sonne am nächsten. Umgekehrt sind die Temperaturen dann, wenn sich die Erde am weitesten von der Sonne entfernt befinden soll, durchschnittlich am wärmsten. Dies macht schlicht und ergreifend nicht den geringsten Sinn. Die Reflexionen von Sonne und Mond, so zum Beispiel auf Wasser, verlaufen immer in einer Geraden vom Horizont zum Betrachter. Wäre die Erde tatsächlich ein gigantischer Ball mit 40.000 Kilometern Umfang, würden solche Reflexionen ebenfalls eine Krümmung beschreiben. Verteilt über die ganze Welt gibt es Jahrhundert- und Jahrtausende alte Sonnenuhren, welche noch heute präzise und auf die Minute genau die Zeit wiedergeben, als wären sie erst gerade errichtet worden. Würden die heliozentrischen Märchen der Wissenschaftssekten auch nur ein Körnchen Wahrheit enthalten, wäre es diesen urzeitlichen Chronometern absolut unmöglich, so zu funktionieren, wie sie es nun mal seit jeher tun. Moderne Astronomen und Raumfahrtbehörden behaupten, der Mond sei eine der Erde in Form ähnlicher kompakter Himmelskörper, auf welchen man bereits gelandet sei. Ferner wird behauptet, der Mond sei eine nicht luminisierende Kugel, welche die Strahlen der Sonne in Richtung Erde spiegle. Da die Apollo-Missionen komplett im Studio nachgestellt wurden, hat bis dato kein Mensch je wirklich einen Fuß auf den Mond gesetzt. Und die Annahme, es handle sich dabei um eine Sphäre, ist pure Spekulation. Beobachtungen von der Erde aus lassen lediglich den Schluss zu, dass es sich um ein kreisrundes Objekt handelt. Dutzende dokumentierte Fälle sind bekannt, bei denen der Mond sich transparent zeigte und sogar Sterne durch den angeblich festen Himmelskörper hindurch zu sehen waren. Das Licht der Sonne wirkt auf den Betrachter golden und warm. Der Schein des Mondes hingegen kommt uns silbern und kühl vor. Mit einem simplen Thermometerexperiment lässt sich verifizieren, dass das Mondlicht im Gegensatz zum Sonnenlicht eine kühlende Eigenschaft besitzt und nicht wärmt. Folgedem kann es sich nicht um die Reflexion der Sonne handeln. Wäre der Mond tatsächlich eine Kugel, so wie die Erde eine sein soll, kann es sich bei unserem vermeintlichen Trabanten unmöglich um einen Reflektor für Sonnenlicht handeln. Ein Reflektor muss flach oder konkav sein. Dies kann jeder mit einem Spiegel oder Hohlspiegel leicht selbst überprüfen.
Mit einer reflektierenden Kugel hingegen kann man keinen Fokus erzeugen, da das Licht zerstreut wird. Die Fähigkeit der modernen Astronomie, eine Sonnen- oder Mondfinsternis vorauszusagen, wird für viele Globalisten als Beweis für das heliozentrische Weltbild herangezogen. Fakt ist jedoch, dass bereits vor Tausenden von Jahren von unseren Vorfahren solche Ereignisse am Himmel vorausgesagt wurden. Dies dazu sogar meist noch akkurater und das Wissen, welches heute selbsternannte Autoritäten auf dem Gebiet der Astronomie für sich beanspruchen, hinkt dem vergangener Kulturen mit Abstand weit hinterher. Ptolemäus zum Beispiel berechnete bereits im 1. Jahrhundert Himmelserscheinungen anhand eines flachen Erdmodells voraus. 73. Ein weiterer Beweis im Köcher der Heliozentristen ist die Behauptung, dass bei einer Mondfinsternis der Schatten der Kugel Erde den Mond verhüllen würde. Gemäß dieser Theorie würden sich Sonne, Erde und Mond wie drei Billardkugeln in einer Reihe befinden, wobei nun der Schatten der Erde auf den Mond projiziert wird. Dieses Ammenmärchen wird allein schon durch die Tatsache, dass auf regulärer Basis Mondfinsternisse auftreten, während die Sonne zur gleichen Zeit in einem Winkel zur Erde am Himmel steht, widerlegt. 74. Man kann oftmals beobachten, dass die Sonne und unser Erdtrabant gleichzeitig in einem Winkel zueinander am Himmel stehen. Der Mond ist hierbei jedoch oftmals in einer Weise teilbeleuchtet, wie es nur möglich wäre, wenn die Sonne sich hinter der Erde befindet, da nur so ein Schatten auf den Mond geworfen werden kann. 75. Oftmals wird die Tatsache, dass ein Schiff, welches sich vom Betrachter am Strand wegbewegt, hinter dem Horizont zu verschwinden scheint, als Beweis für eine Erdkrümmung angeführt. Der Fakt, dass der Rumpf des Schiffes zuerst zu verschwinden scheint, wird ferner als Beweis dafür herangezogen, dass ein Abstieg hinter dem Horizont stattfindet. Dies ist jedoch komplett falsch. Es handelt sich hierbei lediglich um Perspektive, welche unserem Sehapparat geschuldet ist. 75. Beobachteten wir eine Frau mit einem langen Kleid, welche sich auf einer Fläche von uns wegbewegt, erlebten wir genau selbiges Phänomen. Mit zunehmender Distanz erschien es, als würden erst die Füße der Frau und dann das Kleid im Boden versinken. 76. Der Fakt, dass Schiffe nicht wirklich hinter dem gekrümmten Horizont hinabfahren, kann man mit einer guten Kamera oder einem Teleskop ganz leicht beweisen. Man verfolge einfach mit bloßem Auge oder ohne die Zoom-Funktion an seiner Kamera zu aktivieren ein Schiff, welches Richtung Horizont fährt. Wenn dieses scheinbar dahinter verschwunden ist, nehme man nun das Teleskop oder schalte die Zoom-Funktion ein und hole das Schiff wieder in den Fokus. Wäre die Erde tatsächlich eine gigantische Kugel, wäre es unmöglich, etwas, was sich einen Abhang hinabbewegt, wieder in den Fokus zu holen, ohne seinen eigenen Standort massivst in Richtung der Kuppe hin zu verlagern. 77. Das Foucaultsche Pendel wird stets gerne als Beweis dafür hervorgeholt, dass wir uns auf einer rotierenden Kugel befinden. Interessanterweise müsste, wenn dieses Experiment tatsächlich die Erdrotation aufzeigen könnte, sich das Pendel uniform in eine Richtung bewegen, da sich die Erde ja angeblich konstant mit 1670 Stundenkilometer gen Osten dreht. Dies ist jedoch nicht der Fall. Manchmal rotiert das Pendel im Uhrzeigersinn, manchmal in entgegengesetzter Richtung. Manchmal rotiert es sehr stark, oftmals aber gar nicht. Der eigentliche Irrwitz bei der Geschichte ist, dass das Foucaultsche Pendel überhaupt erst manuell in Bewegung gesetzt werden muss. Würde sich die Erde tatsächlich rotierend und wabernd wie eine Gewehrkugel durch das All bewegen, wäre es nicht nötig, das Pendel erst in irgendeiner Weise anzustoßen. Bei diesem angeblichen Experiment, welches vom Namensgeber Foucault durchgeführt wurde,
handelt es sich vielmehr um eine okkult-magische Freimaurerspielerei. Mit Wissenschaft hat dies herzlich wenig zu tun. 78. Dem viel zitierten Coriolis-Effekt wird immer wieder zugeschrieben, er sei dafür verantwortlich, dass auf der einen Halbkugel das Wasser in Waschbecken oder ähnlichem sich während des Abfließens in eine Richtung drehe, auf der entgegengesetzten Halbkugel sich das Wasser jedoch genau andersrum verhalte. Dieses Gerücht ist schlichtweg völlig abstruser Blödsinn. Die Richtung wird von der Art und Beschaffenheit des Beckens sowie der Richtung, Winkel und Druck des Wasserstrahls vorgegeben, was jeder selbst leicht zu Hause überprüfen kann. 79. Ein vehementes Gegenargument der Globalisten ist, dass wenn die Erde noch flach sei, man mit einem Teleskop über die ganze ebene Welt sehen können müsste. Jeder, der schon mal einen heißen Sommertag oder einen nebligen Herbsttag erlebt hat, weiß, dass die Sichtverhältnisse im echten Leben eben nicht wie in theoretischen Science-Fiction-Märchen relativ, sondern den real existierenden Gegebenheiten geschuldet sind. Zudem hat kein Mensch unbegrenzte Sehkraft. Perspektive und die Funktionsweise unserer Augen allein verbieten schon die irrwitzige Idee, man könne endlos weit sehen. Selbst mit den leistungsstärksten Teleskopen ist dies nicht möglich. Es ist jedoch, wie wir unterdessen gelernt haben, möglich, sehr viel weiter zu sehen, als es auf einer Kugel der Fall sein dürfte. Die einzigen, die behaupten, sie würden quasi endlos weit sehen und Lichtjahre weit entfernte Galaxien beobachten, sind und bleiben die Okkultisten der Raumfahrtsekte. 80. Beobachtet man den Verlauf der Sonne während eines Tages in einer Zeitrafferaufnahme, so kann man absolut eindeutig und unwiderlegbar erkennen, dass diese innerhalb 24 Stunden ihre Größe deutlich verändert. Wäre die Sonne tatsächlich 149.600.000 Kilometer von uns entfernt, müsste die Größe der Sonne für den Betrachter konstant und unverändert bleiben.